So, Werner, heute ist ein besonderer Tag, denn heute werden Wünsche von der Community erfüllt. Richtig, viele hatten sich ja gewünscht gehabt, dass der Rolls-Royce mal vorgestellt wird. Wir sind hier bei Rolls-Royce München und ich glaube, der Daniel ist der richtige Mann, wo das Ganze auch vorstellen kann. Perfekt, Daniel, dann gehen wir runter in die Tiefgarage und dann erklären wir alles, ja? Perfekt, steig ein, fahren wir los. So, Daniel, an wie vielen Rolls-Royce von Werner hast du schon geschraubt? Das ist der zweite. Ich habe an dem roten Wraith, an dem Coupé, an dem Fastback, habe ich geschraubt. Und das genau, und an dem wunderschönen Droplet von Werner. Wenn man dieses Auto kaufen möchte, wie tief muss man in die Tasche greifen? Schau, das ist so, du kannst natürlich jetzt bei Mobile viel rumsuchen und dann fangen die dann irgendwo bei Mobile 170, 180 an. Aber du kannst da wirklich dein Geldbeutel weiter aufmachen und dann, ich sag mal, 210 aufwärts. Der wird nicht mehr gebaut. Somit hat er so eine Exklusivität, die du einfach so schnell nicht mehr wegbekommst von dem Fahrzeug. Es gab ja noch einen Facelift. Auf die Kilometerleistung kommt es an. Es kommt an, ist es ein europäisches Fahrzeug, ist es Serviceheft lückenlos gepflegt, weil bei Rolls-Royce im Service auch ganz wichtig. Genau, das sind so die Kriterien, auf die man achten sollte. Unfallfrei, ja, nein, nachlackiert. Was denkst du, ist der Kaufgrund für viele, sich so ein Hochpreisauto anzulegen? Exklusivität. Exklusivität ist, glaube ich, so ein riesengroßer Grund, sich so ein Fahrzeug zu kaufen. Natürlich auch die persönliche Darstellung. Ich bin mir relativ sicher, dass sich kein Kunde in dieses Fahrzeug setzt, um alles nur nach außen hin zu machen, sondern einfach für sich selbst. Ich habe hart gearbeitet, ich habe viel Zeit investiert in Geschäfte. Ich bin Schritte gegangen, die vielleicht andere Menschen nicht gegangen sind. Ich habe gewagt, habe vielleicht auch viel Geld aufs Spiel gesetzt in meinen ganzen Geschäften und habe gewonnen. Und dann, finde ich, darf man sich und sollte man sich auch einfach was gönnen. Und wenn der Kunde es dann mit so einem Fahrzeug macht, dann ist es ja schön. Einfach für sich selbst. Ist das alles nur Schein oder ist auch die Technik, die auch wirklich in so einer Gerätschaft drinsteckt, von hochwertiger, durchdachter Qualität? Man sagt ja nicht ohne Grund, das ist der Rolls-Royce unter den Kugelschreibern. Es ist einfach Faktum, dass hier so viele Stunden ins Detail investiert werden, so viel Handarbeit. Nicht dieses Zusammenschrauben, ja, das passt schon und das hebt dann schon und das schaut ja so nicht schlecht aus, sondern so wirklich sagen, nee, man konzentriert sich, man nimmt sich die Zeit und schaut, die Abstände müssen passen, das Material muss passen, wie behandle ich das Material? Und da geht natürlich auch viel, viel Zeit einfach drauf. Wir können einfach mal anfangen. Also ich kenne das Auto schon länger, ehrlicherweise. Ich kenne auch den Vorbesitzer und auch total detailverliebter Rolls-Royce-Fahrer. Er hat sich zum Beispiel hier die Kühlergrillfigur hat er sich vergolden lassen. Finde ich super, weil passt einfach die Farbkombination hier mega. Mit dem Schwarz-Matt und dann der goldenen Kühlergrillfigur. Die Embleme, die sind schwarz gemacht worden, die waren chrom, so wie es original ist. Kühlergrillgitter wurden schwarz, sieht man auch hier drüben. Hat sich dieses Schwarz-Matte, zieht sich dann so über das ganze Fahrzeug und macht hier den Cut mit dem roten Verdeck. Wie schaut es aus mit den Felgen? Genau, Felgen, muss man gleich dazu sagen, sind keine Original-Rolls-Royce-Felgen. Das sind 24, Rolls-Royce bietet an, bei dem Phantom bis 21. Auch der Vorbesitzer wollte es groß und hat sich dann 24 Zoll Zubehörfelgen drauf gemacht. Aber ich finde, es passt. Ja, von der Dimension, ist ein großes Auto, verträgt auch große Felgen. Auch schön verarbeitet, ehrlicherweise muss ich sagen, ist schön verarbeitet und auch das ist Rolls-Royce-Badge. Dieses Emblem bleibt immer gleich. Das heißt, das ist kugelgelagert mit dem Gewicht an der Unterseite. Und natürlich ist es logisch, wenn es sich dreht, das Gewicht zieht sich nach unten. Somit bleibt das Emblem immer gerade. Das heißt, egal wie schnell du fährst, egal, du fährst auf der Autobahn, jemand fährt neben dir, er wird immer sehen, dass das Rolls-Royce-Emblem gerade steht. Felgen haben wir gerade besprochen. Auch hier hinten sieht man, die Seitenmarkierungsleuchte ist verdunkelt, genauso wie die Heckleuchte verdunkelt ist. Wurde auch nachträglich gemacht. Auch hier sieht man schön, dass sich die matte Folie dann, was hier das Schwarzglanz, Schwarz Metallic und hier das Matt und zieht sich dann so über die Mitte runter. Ist auch einfach ein schöner Kontrast. So, Werner, wir haben dich ja jetzt schon 8 Wochen filmisch begleitet und dem einen oder anderen fällt auf, dass du Rolls-Royce sehr liebst. Ne? Ich meine, das erkennt man auch an dem an diesem Tattoo. Richtig. Was gefällt dir denn eigentlich so an diesem Auto, dass du dich über Jahrzehnte hinweg drin verknallt hast? Ja, weil das einfach mal das Beste ist, was man sich zulegen kann. Ne? Ich habe ja schon Ferrari, ich habe ja alles schon gehabt, Aston Martin, also das ganze Programm rauf und runter, aber Rolls-Royce ist auf jeden Fall, sag ich mal, man muss es so vergleichen, die edelste und teuerste Visitenkarte, die sich ein Geschäftsmann zulegen kann. Und Rolls-Royce ist ja wiederum auch so, man kauft ja, sag ich mal, kein Kfz, man kauft ja hier auch ein Stück Geschichte. Ne? Wenn man sich mit der Geschichte von Rolls-Royce befasst, dann ist einem schon klar, dass da nicht jeder mal drin gesessen war oder drin sitzen wird. Das ist aber jetzt gar nicht arrogant jetzt gemeint, aber die Geschichte von Rolls-Royce, den Status des Fahrzeuges und halt natürlich, klar, wenn man drin sitzt, dann ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Egal, ob ich mich jetzt in der S-Klasse oder irgendwo nahe setze, Rolls-Royce ist Rolls-Royce. Eingefleischte Fans kennen natürlich die Geschichte, als du einen Rolls-Royce geschenkt bekommen hast, aber für neue Zuschauer, die das erste Mal auf dich aufmerksam wurden in diesem Video, könntest du noch mal eine Kurzfassung erzählen, wie du deinen ersten Rolls-Royce geschenkt bekommen hast? Ja, meinen ersten Rolls-Royce
Rolls-Royce hatte ich mit 25 Jahren, habe ich geschenkt bekommen. Und der war von meiner damaligen Freundin. Ne? Und wie kommt es, dass eine Frau dir einfach so eine Gerätschaft schenkt? Ja gut, die war halt recht fleißig. Ne? Die ist jeden Abend richtig ackern gegangen und alles. Und manchmal hat sie auch sogar Doppelschichten geschoben. Ne? Du wirst ein bisschen in den Tod Rolls-Royce fahren? Definitiv. Also das Auto wird mich ja immer begleiten. Ich hab ja andere Fahrzeuge auch noch. Aber wie gesagt, Rolls-Royce ist ja immer mit runter. Jetzt hier im Innenleben, was gibt es hier hervorzuheben? Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier im Innenraum von einem Rolls-Royce. Jetzt ist natürlich vieles Handarbeit, beziehungsweise alles Handarbeit. Du siehst die Verarbeitung von dem Leder, du siehst dieses Stitching hier. Das ist alles mit der Hand gemacht. Und du siehst genauso die Holzblende. Achtung, machen wir kurz auf, das obere Handschuhfach. Du siehst auch hier, das ist eine Holzblende. Ich mach nochmal zu, das hier ist Holz. Lackiert, Klavierlack in Black. Dann kannst du hier noch so einen Zigarren-Humidor reinkaufen. Auch einen Stifthalter gibt es dafür. Da gibt es verschiedene Sachen, die man da einklipsen kann. Genau, einfach weiter auch von der Verarbeitung. Wie gesagt, haben wir gerade schon besprochen, siehst du, wie filigran und wie perfekt einfach alles verarbeitet ist. Und das macht einfach, wie ich schon gesagt habe, man kauft einfach Emotionen. Du setzt dich hier rein und es passt. Es passt einfach. Es passt. Die Verarbeitung, die Materialien, auch hier, wenn du mal. Es ist halt wirklich, es ist kein Plastik, es ist Metall. Auch hier siehst du einfach versteckt, dann noch den Bildschirm, der jetzt aus ist. Kannst halt einfach auch verstecken. So, und dann hast du wieder diese analoge Uhr. Jetzt auch mal vielleicht näher hinfahren. Das Lenkrad ist nicht original Rolls-Royce, also muss ich mit dazu sagen. Aber auch lustig hier mit dem Union Jack. Great Britain. Passt halt einfach super auch rein in den Rolls-Royce. Auch Lederverarbeitung, wir haben ja gerade oben gesprochen. Auch hier kannst du vielleicht nochmal hinfahren, das Rote. Du siehst einfach dieses feine Stitching, die einfach wieder die Qualität vom Fahrzeug und vor allem dieses Detailverliebte spiegelt. Auch hier, wenn jemand die Sitzverstellung sucht, wird an der Tür oder hier am Sitz vergeblich suchen. Du hast hier auch einen Knopf und hast hier die Verstellung. Hast auch deine Memory-Tasten und deine Sitzverstellung. Da siehst du auch mal hier sitzt die Fläche, hoch, runter, die Lehne und die Lordosenstütze. Hier in den Pfeilen kannst du nochmal neigen. Das ist dann der Schalter für die Verdecksteuerung. Zum Öffnen und zum Schließen. Hier ist einfach nochmal so ein kleiner Fach mit Desinfektionsmittel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt eine kurze, wirklich kurze Führung, also eine kurze Runde und wir haben versucht, so einfach so dieses paar Orte rauszupflücken oder ein paar Stichpunkte einfach zu erwähnen und das anzusprechen. Aber solltet ihr mehr Interesse haben und noch weiter ins Detail gehen wollen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und ich glaube dann Werner und sein Team ist dann natürlich auch bereit, dass wir auch solche Videos drehen und machen.